beim Let's Play von der Redcon 2015. Wir haben gerade aufgehört bei der Diskussion darüber, ob Kordax umgenietet werden soll oder wenn man vielleicht eine andere Möglichkeit wählt. Ich würde sagen, macht doch einfach mal weiter. Warum nennt ihr es Mord? Er hat es Mord genannt. Warum Mord? Mord ist doch etwas Böses. Hier geht es doch eher um... Gibt es ein Menschenwort für das schlimme Tier aus der Herde holen? Diebstahl. Nein, nicht klauen, sondern für die Sicherheit aller anderen. Ah, du meinst, das... Nein, da gibt es kein Wort für. Man könnte es Prävention nennen, aber... Das wäre auch weit hergeholt, man könnte das Tier auch einfach nur separieren, aber man müsste es ja nicht direkt umbringen. Oder? Aber es jetzt Mord nennt oder nicht, das ist auf jeden Fall ein ja, gravierendes Resultat, was man hervorhört. Dass, ja, bevor man solch eine Tat macht, sollte man sich auch überlegen, ob das wirklich die Tat ist, die man machen will. Oder soll. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass man dieses kranke Tier, was man aus der Herde holt, wieder zu einem gesunden Tier machen kann. Wäre es dann nicht sinnvoller, das Leben zu schützen, anstatt es zu nehmen? Ist Bösartigkeit heilbar bei euch? Mit Sicherheit ist vieles heilbar, ob er jetzt bösartig ist oder nicht, ob er einfach nur etwas anders versteht und eine fehlgeleitete Vision hat, das vermögen wir nicht zu beurteilen, ohne dass wir mit ihm gesprochen haben. Dann sprechen wir mit ihm und dann bringen wir ihn um. Ihr müsst wirklich aufpassen. Kordax ist, also man kann mit ihm sprechen, aber es kommt nichts Gutes dabei heraus. Selbst der Dorfschulze von Wisselheim hat das am eigenen Leib erfahren. Also glaube ich zumindest. Denn Eboreus wollte mit ihm sprechen, aber kehrte nie wieder zurück. Er hatte sich auf den Weg zur Mühle gemacht und, naja, das ist jetzt schon längere Zeit her. Nun, wenn er wirklich böse ist, dann müssen wir handeln und dann müssen wir auch uns selbst helfen und nicht auf die Obrigkeit hoffen. Das ist, glaube ich, hier auch schwierig. Wenn er gefährlich ist, dann müssen wir, glaube ich, lieber versuchen, schnell zu handeln und ihn zu überraschen. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall erst einmal mehr Informationen. So ist es. Ich werde in das Sestierer wechseln, also in die Elfensprache, und da werde dir sagen, sollte es wirklich so sein, dass er eine Gefahr für uns darstellt, zögere nicht, ihn zu töten. Hatte ich nicht vor, mein Freund? Und ich denke, es muss nicht nur eine Gefahr für uns sein, er ist eine Gefahr auch für andere. Nun, dass er eine Gefahr für die anderen ist, das ist offensichtlich, aber eine Gefahr kann man halt auch nicht nur durch den Tod beseitigen. Wir müssen doch das Leben schützen. Und das Leben zeigt sich in vielfältigen Arten und Weisen. Nur weil wir nicht die Sicht von ihm haben, können wir ihn doch nicht als das Böse bezeichnen, nur weil er irgendetwas tut, was wir nicht verstehen, warum er es tut. Vielleicht ist es ein notwendiges Übel, was er heraufbeschwört, um einer größeren Sache nachzugehen. Wir wissen es nicht. Wenn wir es wissen... Ich habe bereits zugestimmt, mein Freund, dass wir mit ihm sprechen werden, bevor wir irgendetwas unternehmen. Aber es gibt nun mal Leben, dessen Lied harmonisch ist mit allem anderen. Und es gibt jenes, was zerstört und widersinnig ist. Und das muss man entfernen, denn es wird niemals wieder harmonisch sein. Aleftia, meinst du euch rein? Ach, was das für eine schöne Sprache. Ja, irgendwann werden sie fertig sein mit ihrer Geheimniskrämerei. Vollkommen richtig. Deswegen lass uns erst mal gucken, wie das Lied wirklich klingt. Und dann gucken wir, ob wir das Lied unterbrechen müssen oder nicht. Ich verspreche, ich werde, bevor wir geredet haben, höchstens den Raben töten. Der Raben kann, glaube ich, am wenigsten dafür. Aber wenn er das Gefährt ist, über das er schadet, werde ich mich wehren. Das hoffe ich. Und dann wechseln wir wieder. Wir reden. Erst. Nun gut, ich habe euch alles gesagt. Ich glaube, ihr wisst besser, mit dieser Situation umzugehen, als wir es können. Ihr werdet bestimmt eine Möglichkeit finden. Ich überlasse es voll und ganz euch. Könnt ihr nochmal genau den Weg beschreiben, wie wir zu der Mühle und zu dem Erdloch des alten Mütterchen kommen? Ich bin nicht so in der Natur nicht so bewandert, aber vielleicht kannst du es unserer Elfe sagen. Sie beschreibt euch noch einmal ganz genau, wo diese drei Orte sind. Sowohl die Erdhöhle des Mütterchens, als auch die Hütte der Hexe, die im Wald lebt, und natürlich auch die Mühle von Kordax.
Auch wenn die Elfe nach seltsamen Wegmarken fragte, welche Art von Pflanzen wächst da, welche Tiere laufen da normalerweise lang, wonach riecht es? Also alles kann die Aleft hier vermutlich nicht beantworten, aber sie hat im Gegensatz zu einigen deiner Gefährten tatsächlich zumindest Ahnung davon, was Wegmarken oder auffällige Gebilde in der Natur sind, sodass du schon glaubst, dass du den Weg finden kannst. Vielleicht finden sogar die anderen das, aber das werden wir sehen. Nun, sollen wir zuerst zum Mütterchen oder sollen wir uns erst mit Kordax auseinandersetzen? Ja. Ich denke, wir schauen zuerst beim Mütterchen vorbei, vielleicht auch noch bei Madayana und dann schauen wir uns bei der Mühle um. Oder? Falls wir sie finden. So, ja, das werden wir. So machen wir es. Also erst zum Mütterchen. Mhm. Okay. Aleftia hat euch noch gesagt, dass ihr Saturnia heißt und noch einmal lobt sie sie überschwänglich, dass sie eigentlich eine sehr nette Frau ist. Allerdings ist sie wohl in Wirsenheim oder näherer Umgebung natürlich auch als Hexe verschrien und traut sich nur sehr selten aus ihrer Erdhöhle heraus. Und dementsprechend ist sie immer ein bisschen vorsichtig, was andere Menschen angeht, die sie nicht kennt. Aber wenn ihr ihr sagt, warum ihr dort seid, wird sie euch vermutlich sehr freundlich behandeln. Gut, dorthin? Ja. Auf geht's. Ja, dann würde ich doch mal sagen, einer von euch, der sich das zutraut, die Führung zu übernehmen, sollte eine Orientierungsprobe ablegen. Ich glaube, wir haben einstimmig die Verwaltung hier. Ich glaube, ich bin da auch relativ gut drin. So. Erschwert und irgendetwas? Oder? Da du die Gegend jetzt nicht kennst und einige Sachen ähnlich aussehen, aber du zumindest gute Informationen hast, ist es zum einen Punkt erschwert. Ein Punkt erschwert, gut. Genau gepasst bei Krug halt dann mit der Einbeschwerung, Intuition, nochmal, ja, kein Problem. Und habe zwei Stufen übrig am Ende. Zwei Stufen sogar, okay. Eigentlich sollte es kein Problem sein, anhand der Beschreibung Saturnias Erdhöhle zu finden. Du schätzt, das kann schon gut und gerne 2 bis 3 Stunden dauern mit den anderen hier im Schlepptau. Du würdest es vielleicht selbst etwas schneller schaffen, aber das soll schon in Ordnung sein, diese Zeit aufzuwenden. Als ihr einige Minuten unterwegs seid, legt doch bitte alle nochmal eine Sinnesschärfeprobe ab, aber die ist um 2 erschwert. Problem. 4, immer noch 4 Qualitätsstufen. Okay, wo ich jetzt hier gerade kein Problem höre, muss dazu sagen, die Proben werden jetzt auch ein bisschen anders verrechnet als bei DSA 4. Die Erschwernisse werden jetzt nämlich direkt von den Eigenschaften abgezogen. Und da ist so etwas wie eine 2-Punkte-Erschwernis im Vergleich zu früher schon gar nicht mal so leicht. Habe ich gehört, war trotzdem kein Problem. Ja. Wie sieht's aus? 4 Qualitätsstufen. 4? Qualitätsstufe 2. 1. Qualitätsstufen. Kannst du auch die FP sagen? FP wären 8. So 3. 3. Wow, ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Aber dir war es nicht gelungen. Nö, ich gucke mir die ganzen anderen schönen Pflanzen an, die ich vielleicht kenne oder nicht kenne und nehme vielleicht ein paar Proben mit. Okay. Einmal am Tag kann man ja auch ein bisschen auf die Umgebung herumherschweifen mit den Augen. Wie die Elfe das mit dem Eichhörnchen getan hat, hast du jetzt hier ein bisschen die Wirselkräuter der näheren Umgebung angeschaut, die tatsächlich recht reichhaltig hier wachsen. Und ihr anderen hingegen habt, weil ihr auch schon auch die ganze Zeit sehr vorsichtig wart, plötzlich bemerkt, dass es dort einen Baum gibt, recht hoch, wenig Blätter an ihm dran, aber eine sehr seltsame Konstruktion. Sieht fast aus wie eine Art Nest, aber fast schon eine Art, ja, wie Bienen das herstellen. Also sehr, sehr klobig, sehr rund. Da hört ihr plötzlich ein leises Krähen. Von über uns oder woher kann man das verorten? Müsste von diesem Nest gekommen sein. Es ist kein Nest, das einfach so da liegt auf irgendeinem Ast und man praktisch drauf sehen könnte, sondern es ist wie so eine Art Kugel. Sagt das irgendetwas? Ja, man könnte ja mal. Das hat nichts mit Mechanik zu tun, nehme ich an. Ich verstehe. Ich laufe mal um den Baum rum, dass ich mir vielleicht von der anderen Seite angucken kann. Guck mal, ob es irgendwo so etwas wie ein Erdloch an dem Fuß des Baums gibt. Würde dadurch das auch mal mit meinem Stab klopfen.
Leg mal eine Tierkundeprobe ab. Schon daneben. Aber. Könntest natürlich theoretisch einen Schicksalspunkt einsetzen, um die Probe nochmal zu machen. Was denkt ihr, wie wichtig ist es, dass ich weiß, was das für ein Tier ist? Ist dein Schicksal. Als würde ich dich jetzt wieder brauchen. Was macht ihr denn hier an diesem Baum? Warum halten wir? Ich deute dann halt mal so auf dieses Nest drauf. Weißt du, was das ist? Das kannst du raus. Tierkunde hast du gesagt? Dann würde ich vielleicht auch mal gucken, was das ist. Zweite und dritte waren gelungen, dann würfel ich nur die erste Probe auf Mut. Ja. Und jetzt kann ich sie ausgleichen, dann habe ich noch eine Qualitätsstufe. Patzer? Ja. 220er? Ja. Du meine Güte. Okay. Ja. Ich liebe es, wenn es beim Let's Play passiert. Okay. Es ist völlig klar. Ganz klar, ein Drache. Es ist völlig klar. Das müsste, laut dem, was du hier noch in Erinnerung hast, aus einigen Büchern, die sich mit der Fauna beschäftigen, wie Brems Tierleben oder dem Bestiarium von Belhanka, der Hort eines ganz speziellen Baumdrachens sein. Selbst dieses kringende Geräusch deutet darauf hin. Da bist du dir ganz, ganz sicher. Ein Baumdrache. Es ist ein Nest des Baumdrachens. Eine ganz spezielle Untergattung, die nur in bestimmten Regionen vorkommt. Ein seltenes Tier. Okay, stopp. Du bist dir mittlerweile ganz sicher, dass das natürlich kein Baumdrache ist. Es ist auch nicht das Nest eines Raben. Aber du kannst dir sehr gut vorstellen, dadurch, dass das ein Tier ist, das einem Hexer folgt, dass der natürlich auch ganz andere Nester baut. Und das Krähen war schon deutlich zu hören. Jetzt, wo dein Freund hier sehr laut gesprochen hat und er auch noch dabei ist, irgendwie was bei dem Baum zu machen und Geräusche verursacht werden, ist das natürlich schon so, dass der Rabe darauf aufmerksam werden könnte. Die Elfe macht... Ich halte ihn. Dann den Bogen, den sie vorher in der Hand hatte, auf den Rücken und dergleichen, macht nochmal eine Geste und klettert möglichst ohne großes Tamtam ein wenig hoch in den Baum. Hochklettern? Mhm, um das etwas näher in Augenschein zu nehmen, das Nest. Wie weit ist das Nest? Wie hoch hängt das Nest? Ja. Oder wie weit ist es von mir entfernt? Das dürften etwa 5 Schritt, vielleicht sogar 6 Schritt sein. Ich flüstere. Bleib ich einfach unten stehen und warte ab, was sie macht. Bevor sie da hochkommt, da. Würde ich sie an der Schulter berühren und ganz leise, gedämpft sagen, wir wissen nicht, ob es das Vertrauten dir der alten Hexe oder des Hexes ist. Ich werde will nur sehen. Ja, gut. Wieder ein Krähen, das zu hören ist, diesmal auch lauter. Ich blicke in die Richtung, wo es herkommt. Ihr seht oben, dass sich der Schwanz des Raben anscheinend aus diesem Loch, was es dort gibt, rausschiebt. Offen geht er rückwärts raus, oder zumindest hat er sich sehr seltsam bewegt. Das sieht nicht irgendwie nach Drache oder irgendwas ähnlichem aus, oder? Nee, es ist leider kein Baumdrache. Also, es sei denn, sie haben ihre Form plötzlich sehr seltsam verändert. Ich glaube, ich muss meine Korrektur des Buches fahren lassen. Dann verschwindet jetzt Alakaya auf die andere Seite des Baumes vom Nest aus gesehen. Mhm. Und die anderen? Die Frage ist, ich ziehe mal vorsichtig einen Wurf durch. Gibt es denn einen Baum, hinter dem man sich verstecken könnte? Ja, ich habe weitere Bäume. Dann würde ich mich gerne hinter einem Baum verstecken. Okay, du direkt hinter diesem Baum mit dem Nest, du hinter einem anderen Baum. Ja. Wäre es möglich, auf diesen Baum zu kommen, bevor der Rabe aus dem Nest ist? Vielleicht, aber das wäre eine sehr gute Kletterprobe mit sehr vielen Qualitätsstufen, die du erreichen müsstest. Ich würde auch erstmal in den anderen Baum gehen und meine Überlegung war, ob man mit dem Rucksack, den ich habe, das Tier einfach mitsamt des Nestes fängt. Mhm. Und dann kann man nachher immer noch bestimmen, wem der Rabe jetzt gehört. Mhm. Klingt nach einem Plan, den ihr habt, jeweils? Das heißt, du bleibst aber schon auch da stehen? Ja, das versuche ich auch zu verbergen. Aber vielleicht, wenn wirklich in Wurfweite irgendwie in den Busch ducken oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob sowas gibt. Gibt es? Ja, gibt es. Okay. Gut, dann habt ihr euch quasi alle verborgen.
und speziell noch mit dem Wurfdolch, sodass du ihn abwerfen könntest, wenn er rauskommt. Und du willst schon relativ schnell und zügig mit dem Rucksack hoch, um ihn möglicherweise zu fangen. Wie gut bist du denn im Klettern? Ich hätte einen Talentwert von 10. Ich würde sagen, wenn du wirklich gut würfelst, könnte es möglich sein. Also dann, du hast Chancen, es zu schaffen. Ich würde das Ganze im Zweifel auch noch mit Akrobatik oder Körperbeherrschung unterstützen wollen. Ich bin ja geübt im... Okay, willst du probieren? Seltsame Tricks machen. Willst du probieren? Ich würde das mal probieren wollen, ja. Du kannst eine Kletternprobe ablegen, weil du tatsächlich auch ein Akrobat bist. Ah ne, das dauert 4 Aktionen. Ich hätte halt noch den Spinnenlauf als Zauber. Kannst du probieren, aber du weißt nicht, wie lange der Rabe braucht, um da jetzt rauszukommen, weil du hast keine Ahnung, was er davor hat. Ja, ne, dann 4 Aktionen, das sind halt schon ein bisschen was. Hast du eine Leistung von einem Punkt, da du tatsächlich über akrobatische Fähigkeiten verfügst? Ich denke, das, das könnte schon ein gewisser Vorteil sein. Damit hätte ich dann auch. Ja, damit hätte ich alle 10 Punkte auch übrig. Okay. Tatsächlich brauchst du auch 4 Qualitätsstufen. Mit 10 hast du das erreicht, um das zu schaffen. Du bist hochgesprungen, hast wirklich versucht, ganz schnell hochzuklettern. Gar nicht so auf dich selbst geachtet, sondern einfach nur, damit du es wirklich schaffst. Und tatsächlich, gerade in dem Moment, wo du oben angekommen bist, auf etwa der Höhe des Ausgangs des Nestes, wollte der Rabe wohl rausspringen oder fliegen. Offenbar hat er wirklich irgendwas gehört. Dann klettern war relativ leise, aber vielleicht durch das Sprechen des Medikus war er vielleicht etwas vorgewarnt. Hast du es geschafft, den Rucksack so hinzuhalten, dass er plötzlich rausspringt, direkt in den Rucksack rein und schnürst ihn sofort zu. Sofort zu. Ja. Genau. Sofort hörst du im Inneren ein Zappeln, ein Krähen. Und es hört sich echt so an, als ob er extrem wütend wäre. Ach, nö, hätte ich nicht gedacht. Irgendwas, ja, immer. Dann komme ich mit dem Tier wieder vom Baum. Okay, dafür brauchst du keinen Bogen, das schaffst du. Wir alle wieder raus. Anmerkung: dieses Krähen und das Herumflattern in diesem Rucksack ist jetzt vielleicht nicht ungewöhnlich, wenn ein Vogel gefangen wird, aber du hast den Eindruck, der ist wirklich sauer, stinkig, hassenerfüllt. Ein ziemlicher Rabauke, dieser Rabe. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir gehen am besten zum alten Mütterchen und fragen sie, ob das der Rabe von Taurax ist. Moment, ich krabbe mal in meinem Rucksack. Vielleicht habe ich etwas, dass er nicht ganz so viel Tamtam macht. Kann man, ob ich irgendwie so ein Beruhigungsmittel habe oder so, dass man mit ein bisschen Futter da in den Rucksack reingeben kann, dass er das dann vielleicht frisst. Ja, ich gehe mal davon aus, du hast tatsächlich so etwas Beruhigendes auf jeden Fall dabei als Medikus. Müsste man ihm halt irgendwie verabreichen. Das heißt, du musst vermutlich so einen Stock nehmen und dann irgendwas Brot drauf träufeln. Genau, also zumindest würde ich das mal versuchen, weil das geht ja so nicht, dass ihr hier so einen Daumen macht. Hast du etwas in diesem Rucksack? Außer dem Rahmen. Mit Sicherheit. Ein paar von den Sachen werden wahrscheinlich rausgefallen sein. wahrscheinlich würde ich meine Jonglierbälle da drin haben. Mhm. Wahrscheinlich hattest du da Jonglierbälle drin. Ja, die werden immer noch drin sein, ob die noch ganz sind oder nicht. Das ist halt fraglich. Das Tätowierwerkzeug ist zu lang für den Rucksack. Das wird eher außen am Rucksack sein. Angelhaken und eine Schnur. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich aufgerollt irgendwo auch drin sein, damit man sich halt nicht dran verletzt, wenn man in den Rucksack reingreift. Wollfäustlinge, Wollstrümpfe. Okay. Und ansonsten. Würfel habe ich wahrscheinlich an meinem Gürtel, in meiner Tasche, damit man die immer würfeln kann. Ja, wenn da irgendwas von kaputt geht, geht davon irgendwas kaputt. Okay. Also es gibt auf jeden Fall in diesem Rucksack wirklich laute Geräusche, als ob der Rabe wirklich dann Randale machen würde mit Dingen, die da drin sind. Er hat sich auch immer noch nicht beruhigt. Mittlerweile bist du dazu gegangen, ein Stück Brot aufzuspießen auf einem ganz dünnen Stock. Hast auch das Beruhigungsmittel drauf geträufelt, das normalerweise bei Menschen vollkommen ausreichen würde, dass er langsam aber sicher in Schlaf abdriftet. Ist dann mal reingesteckt. Du spürst, dass tatsächlich dieser Stock die ganze Zeit hin und her bewegt wird. So als ob er damit kämpfen würde.
Aber ein paar Augenblicke später hört man nichts mehr von dem Raben und es bewegt sich auch nichts beim Rucksack. Hm. Gut. Gut. Hast den Stock auch wieder zurückgezogen, das Stück Brot ist auch weg. Ah. Jetzt werden wir wohl ein wenig Ruhe haben, bis wir Saturnia gefunden haben. Okay. Gehen wir weiter. Weiter? Ja. Tatsächlich sollte das Beruhigungsmittel auch ausreichen, damit er einige Stunden schläft. Mhm. Gerade bei dieser Dosierung, glaubst du, sollte es beim Raben völlig ausreichend sein. Zeit also genug, die alte Hexe zu erreichen. Aleftia hat uns ja den Weg beschrieben. Sie hätte uns sagen können, dass wir dabei über den Raben stolpern. Das Nest sieht ja nicht aus, als wäre es seit gestern. Vielleicht wusste sie nichts davon. Wie sieht das Nest aus, wie das Nest eines Raben? Nein, also das ist wirklich ein ungewöhnliches Nest. Nest des Raben ist. Das ist also eher wahrscheinlich, dass der Rabe in diesem Nest geräubert hat und irgendwas. Könnte auch sein. Man muss dazu sagen, ihr wart ja schon vielleicht eine halbe Stunde unterwegs. Das heißt, das ist ja hier Wildnis. Also kann natürlich sein, dass Aleftia hier mal vorbeigekommen ist, aber kann eben so gut sein, dass sie es nicht wusste. Das ist schwer einzuschätzen. Es könnte natürlich tatsächlich ein Baumdrachennest gewesen sein und jetzt hat gerade der Rabe den Babybaumdrachen gegessen. Würde nochmal auf. Dann hätte ich Angst vor dem Raben. Eine interessante Theorie. Ich würde dann nochmal auf den Baum zurückklettern und in das Nest reingucken wollen. Ich meine, das sollte ja kein Problem sein, da ich jetzt nicht irgendwie schnell da hoch will oder sowas, sondern einfach nur sicher. Mhm. Da steht kann man doch noch einen ganz guten Plan. Ja. Schau ich da mal rein. Okay. Tatsächlich bist du dir nicht sicher, ob da jemals ein Baumdrache drin war. Aber du würdest schon sagen, der Rabe war da öfters oder länger drin, oder es müssen andere Raben drin gewesen sein. Denn erstens findest du einige Rabenfedern, gar nicht mal so wenige. Zweitens meinst du auch, dass du da einige Sachen gesehen hast, die so etwas wie Kot sein könnten, der schon sehr alt ist. Drittens hast du den Eindruck, dass unter diesem ganzen Stroh und diesen Ästen noch irgendetwas ist. Es scheint irgendetwas Metallisches zu sein. Dann würde ich doch mal das näher in Augenschein nehmen und herausholen wollen. Tatsächlich scheint eine Art Messingring oder ein Ring aus Bronze dort drin zu liegen. Nicht allzu schwer, sehr dünn, kein Symbol drauf, sehr einfach gehalten. Vielleicht doch ein Baumdrache, die sollen ja blinkende Sachen stehlen. Aber Bronze ist vielleicht ein diebischer Geister. Die sind auch dafür. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich nehme das mal mit und guck dann Stoch halt noch ein bisschen im Nest rum, werde aber wahrscheinlich nichts weiterfinden und komme dann wieder runter. Okay. Schnippst du den Ring hoch und dann, das habe ich gefunden. Sagt einem der Ring oder das Symbol, was da drauf ist, irgendwas? Das ist ein völlig einfacher Ring, der könnte von fast jedem stammen. Also da ist kein Symbol drauf und auch kein Stein. Ist innen drinnen vielleicht irgendwas graviert? Mal guckt. Ja, da steht tatsächlich etwas drauf. Und zwar Iboreus. Das ist doch der. Das war der Dorfschulze. Ja. Das war der Dorfschulze von Wirselheim, ja. Das deutet ja darauf hin, dass der Rabe vielleicht doch von Kordax ist. Weil man erzählt sich ja, dass Iboreus zu Kordax gegangen ist und nicht wiedergekommen ist. Und Kordax Iboreus entweder gefangen hält oder Schlimmeres mit ihm angestellt hat. Oh, wenn es in einem Rabennest ist, hat der Rabe vielleicht einen Teil von Iboreus gefressen. Nicht ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen. Da man Ringe am Finger trägt, muss das nicht heißen, dass er tot ist. Aber nicht zwangsläufig. Die Wahrscheinlichkeit ist doch gegeben. Oder der Ring ist auch schon vorher abhanden gekommen. Wir fragen Saturnia, sie wird es wissen. Es kann ja vielleicht auch sein, dass er ihn aus welchen Gründen auch immer vielleicht am Weg verloren oder dagelassen hat. Lass uns weiterziehen. Okay. Wer trägt das garstige Vieh? Mein Rucksack, mein Vieh. Okay. Nachdem ihr den Ring noch gefunden habt, habt ihr euch dann entschieden, wieder Richtung Saturnias Erdhöhle zu gehen. Ja. Relativ sicher führst du deine Gefährten durch die Wiesen und die lichten Wälder, die dazwischen liegen. Und je näher ihr euch dieser vermeintlichen Erdhöhle nähert,
Desto dichter wird allerdings auch der Wald. Und es wird dunkler um euch herum. Ihr müsst schon zugeben, wer jetzt Angst vor der Dunkelheit oder seltsamen Geräuschen im Wald hat, der könnte hier wirklich arge Probleme bekommen. Jedoch habt ihr eigentlich nichts Schlimmes von Saturnia gehört. Und weitere Raben habt ihr auch nicht entdeckt. Und von Kordax ist ja auch nichts zu sehen. Also versucht ihr euch zu beeilen und keine Zeit zu verlieren. Es ist irgendwann Nachmittag. Ja, ziemlich genau 2,5 Stunden, würdest du sagen, seitdem ihr aufgebrochen seid. Als du tatsächlich etwas riechst. Es riecht so, als ob jemand eine Suppe kochen würde. Mit sehr vielen unterschiedlichen Zutaten. Die Elfe gibt ein Geräusch von sich und verschwindet schnurstracks im Gebüsch. Geruch und wir sagen, Rosmarin. Ja, der Geruch ist schon so intensiv, dass selbst ihr das dann auch relativ bald bemerkt. Da sind verschiedene Gewürze dabei und auch Zwiebeln und wohl Kartoffeln oder ähnliches. Nicht nach einer Gemüsesuppe oder irgendetwas, was sehr viele Gewürze hat. Nehmen wir an, dass Mütterchen kocht. Hauglin zuckt mit den Schultern und sagt, die Herrin Travia sagt immer der Nase nach und begibt sich dann auch in Richtung dieses Geruchs. Schon wenige Augenblicke, nachdem ihr diesen Geruch wahrgenommen habt, seht ihr einen sehr, sehr großen Baum, der auf einem Erdhügel gewachsen ist. Direkt unter seinen Wurzeln ist so etwas wie eine Höhle zu erkennen. Und soweit man das schon erkennen kann, eine Art riesiger Kochtopf, wo es blubbert. Ein paar Stufen, die so aussehen, als wären sie völlig natürlichen Ursprungs, das kann ja fast kein Zufall sein, führen hinunter in diese Erdhöhle. Wir sollten vorsichtig sein mit dem alten Mütterchen. Sie hat uns wohl erzählt, dass sie anderen Menschen gegenüber misstrauisch ist. Das wird dann sicherlich bei euch als was anderes sein. Wenn wir mit Saturnia reden, sollten wir darauf achten, dass der Rabe vielleicht nicht in der Nähe ist, um mitzuhören zu können. Man hört ja da einige Geschichten und man weiß ja nicht, ob der Rabe wirklich noch, ob das Betäubungsmittel noch wirkt. Wir sollten da kein Risiko eingehen. Okay, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder bei Saturnias Erdhöhle.